Wiebke Kettern hat uns vor der Saison gesagt, sie wird immer dann gefragt, wenn es nicht läuft. Sie sei ja schließlich Spielführerin und Kämpferin, fragen wir sie heute mal, nachdem es ganz gut gelaufen ist, ne? Ja, das ist natürlich mal was Schönes. Endlich mal ein Sieg und ich darf ein Interview geben. Und da freut man sich natürlich besonders, weil wir auch sehr hoch gewonnen haben und den Zuschauern gezeigt haben, dass wir doch Handball spielen können. War VfL heute so gut oder Trier vielleicht doch ein bisschen zu schwach? Ich denke, wir haben recht gut gespielt. Die Anfangsphase war noch ausgeglichen, aber danach haben wir uns eine Abwehr gefangen und viele einfache Tore gemacht. Trier hat vielleicht nicht ihren besten Tag erwischt, aber ich glaube, wir haben auch ganz gut gespielt. Schöne Tore waren auch dabei, ne? Das auf jeden Fall. Also einige sehr schöne, sehenswerte Treffer. Ich denke mal, der 7-Meter von Angie Geschke am Ende, der hat das nochmal gekrönt. Zwei Camperversuche habe ich gesehen und beide nicht funktioniert. Ja, ich glaube, die sollten wir vielleicht nochmal trainieren. Das sind ja immer sehr schöne Tore, aber man soll ja erstmal die einfachen Dinger machen und die haben wir heute zumindest schon mal gemacht. Somit können wir jetzt an den Campern arbeiten. Was sagst du denn zu der Leistung deiner Mitkreisläuferin Annika Meyer? Die hat ja heute ihr erstes Spiel von Anfang an gemacht. Ja, genau. Das freut mich total. Wir arbeiten sehr viel zusammen im Training. Wir verstehen uns blendend und ich freue mich darüber, dass sie jetzt immer besser spielt und ich glaube, dass sie noch ein ganz, ganz langen Weg vor sich hat, aber dass es eine sehr talentierte Spielerin ist, die uns noch ganz viel Freude bereiten wird. Weniger Freude hatten wir beim letzten Spiel gegen Blomberg. Am 30.10. ist das nächste Spiel gegen Blomberg. Was dürfen wir erwarten in Blomberg? Ja, ich glaube, jeder weiß, dass wir da extra motiviert sein werden und ich glaube, Leszek braucht in der Kabine nichts sagen, weil wir sind alle immer noch ein bisschen angenervt und stinkig und das werden die da zu spüren bekommen.